So, wunderschönen guten Morgen. Hat noch gerade das Licht angemacht, ja. Am Faschingsdienstag. Hab immer noch den KMC geladen. Er geht jetzt runter nach Rüsselsheim. Auch meine Kollegen, eine ordentliche Baustelle, eine große, mit viel Platz. Könnten mit zwei LKWs stehen drin. Was ja gut ist. Never. Meine Fernbedienung hier. Kurz ein bisschen Lenkdruck aufbauen. So. Ja, rollen wir mal los. Ist mir so kalt an die Füße. Katastrophe. Da steht der Kollege mit dem Arm. Allerdings von der anderen Seite her. Ja,
Sattelfahren aus, mit dem alten Zaun kommen wir, wo die Bar gestellt ist. Dazwischen eine Wagerin, ne? Hinten dran. Da hinten dran, wo es Fuß steht und so, rum. Ja, ich sehe es, alles klar. Wie ist jetzt der Bärenglas mit durch das? Alles noch zu, du. Ja, ich komme raus. Alles noch zu hier. So, mal gucken. Na, oder von hinten? Dann ist es oben. Das Gebäude, wo wir jetzt hier drauf gucken, das kommt weg.
gleich in Petersberg, wo ich den DX140 Dosenbagger laden soll. Es hieß, der müsste fertig sein. Scheinbar, oder wie es eben aussah, ist der noch nicht fertig. Wenn ich heute wieder den ganzen Tag stehen muss und warten muss, da habe ich keine Lust mehr drauf heute. Vielleicht war es auch ein anderer Bagger von einer anderen Firma. Wo haben wir es jetzt? Bin immer noch nicht fertig mit Laden. Dass der Bagger hier in dieser Pampe, in diesem Sulver hier, dass der nicht 100% sauber ist. Okay, aber der Bagger sah so aus. Und ich habe jetzt seit 2 Stunden und 2,5 Stunden. Ich bin noch nicht fertig, bin noch nicht fertig mit Laden. Ich bin schon in Engelbach, hab wieder total vergessen zu filmen. Wirklich dort rein ab, abgebogen. Also es setzt an zum Überholen und fährt dann dort rein. Also so. Sorry. Die Menschheit geht zugrunde. Menschheit geht zugrunde. Der Moped fährt mal ohne Nummernschild rum. Er fährt ohne Nummernschild rum. Was ich, Leute. Wo ist der hin? Ah, da fährt hinter mir. Er fährt jetzt ohne Nummernschild in Richtung Laudern, ja? Alles klar. Egal, ich bin hier auf meiner Baustelle. Beziehungsweise gleich bin ich hier auf meiner Baustelle. Vier Achser stehen da drin. Gut, dann mache ich das auf. Ein 29 Gummiketten Bagger, den fahre ich nach Hinzweiler. Dort steht unser LH. Der muss wieder, sorry, der geht wieder zurück nach Gladmünchweiler. In dieses schöne Eck da rein. Warum
der LH da noch hin muss, weiß ich nicht. So hoch ist das Gebäude gar nicht mehr. Aber gut, egal, ist halt so. Lade ich jetzt hier, nehme einen Löffel und einen Sortiergreifer mit und dann schauen wir mal. Nehmen wir. Gucken wir mal. Reinfahren soll oder nicht. Oder ob ich hier draußen stehen bleiben soll. Meistens ist es ja in den Ortschaften breiter als außerhalb. Ja, was sag ich? Hab nur keinen Plan, wo die Baustelle ist. Ich habe eine Hausnummer, aber Google Maps hat die nicht, findet die nicht. Zu Hause, ob ich hier reinfahren soll.
vorwärts. Wie man sieht, sandelt gerade um. Axt 8. Wegen meinen vier Achsen drauf. Das hat sich übrigens, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das mit dem Umsatteln. Eigentlich war es so abgesprochen, dass ich das erledigt hat, aber kommt wohl doch anders als erwartet. Es kommt ein komplett neuer Tieflader mit Hals. Der hat dann vorne diesen, da wo die Haken sind, wo sich der Hals einhängt, diesen Bock oder wie das Teil heißt, hat er dann nicht mehr. Zeige ich gleich.
Uhr hätte ich geladen. Ich bin übrigens die Gewichte vom 69 und die große Arm. Also der ist immer noch hier. Der ist immer noch hier im Hof, der Bagger. Wie gesagt, scheitert noch an Kleinigkeiten, die jetzt aber demnächst behoben sein werden. Ja, vielleicht weil ich ein bisschen bergab stehe, aber normal habe ich 9, weiß nicht wie viel. Also ich bin definitiv unter 10. Habe ich ja dann noch 50 cm weiter ausgezogen als üblich. Also mit noch ein bisschen mehr Gewicht. Weniger Gewicht.